noch nicht spannend genug ist. An die ein herzliches Willkommen, auch gerne darf ein Like dagelassen werden. So! Einführungsrunde beginnt. Schauen wir mal hier auf die Reifen. Und nur F1 Chris und Entsafte, der auf Platz 10 jetzt steht, weil natürlich Imperium gerechtfertigterweise um 5 Plätze nach hinten gehen muss. Also für mich sind das auch eigentlich zu wenig Plätze. Dafür, dass Tosav jetzt auch 5 bekommen hat. Also das hätte auch. Könnten auch gut und gerne 10 Plätze sein, aber die Strafe gibt es ja in dem Formel 1 Spiel nicht. 10 Plätze nach hinten für eine Kollision im Qualifying, da gibt es ja nur 5 Sekunden. 5 Plätze. So. Tosav nur auf, also auf 8 zurückgestuft, nur wie es mir schon dachte. Ist natürlich bitter, anstatt auf einem beragenden 4. jetzt auf dem 8. zu stehen. So, und dann schauen wir uns nochmal hier die Strecke an. Habe jetzt natürlich ein bisschen versäumt. Schauen wir mal bei FM. Hier die Lesmo 2, die ist ganz schwierig. Da muss man so viel Speed wie möglich hier auf die Gerade mitnehmen. Da ist auch beim Anbremsen außen, kann man da auch leicht aufs Gras kommen. Und dann untersteuert man ein bisschen geradeaus und vielleicht sogar ins Kiesbett. Und dann jetzt hier die wohl schwierigste... Ja... Oder was das Schwierigste, die Kurve, Kurvenkombination hier, wo man am leichtesten das Auto verlieren kann. Und, hier, und zwar hier am Ausgang, da kann man sich mal ganz leicht wegdrehen und dann geht es halt links in die Wand. Wenn man das auch nicht unter Kontrolle hat. Oder vielleicht das Setup auch nicht passt. Hier haben wir dann auch noch mal die optimale Strategie eingeblendet. Weich. Medium. Mal sehen, ob Chris Melvistan gleich hier noch wieder in die Lobby kommt. Müsste er dann aber nach dem Start erst machen. Weil ansonsten kann es sein, dass hier alles verbuggt ist, aber ich denke, so schnell wird er eh nicht hier reinkommen. So! Jetzt geht's gleich los. Jawohl, hier haben wir die 5 roten Lichter und das Rennen ist freigegeben. Ab dafür. Und da sieht es aus, als würde da die KI von Chris Melvistan sehr gut wegkommen. Aber Ripple Roo kann da die Führung verteidigen vor Scholl. Dann Chris Melvistan, der jetzt aber von German Xvaro überholt wurde. Hinten hat es da leichte Kollision gegeben. Da ist auch schon ein kleiner Abstand zwischen Imperium und XKI. Und jetzt geht es hier das erste Mal auf die Variante Della Roccia zu. Boah, hier sehr spannend. Da muss man sich den Raum lassen. Auch den Notausgang. Da sehr lobenswert von Tosav, dass er da den Notausgang richtig nimmt. Das ist nicht selbstverständlich. Und jetzt wird er da richtig durchgereicht, der Tosav. Das ist ganz bitter. Und da hinten kollidieren Imperium und Garciano. Garciano verliert hier noch einen Platz. Da kommt jetzt auch Sainz. Der sich da... Ne, ich will nach hinten. Ja, Sainz gegen Garciano ist da immer noch nicht ausgestanden. Die sind da zu zweit durch die Variante Ascari gefahren, was ich nie im Leben machen würde. Und jetzt kommt da auch noch SM außenrum vorbei an Garciano. Also das war mal nix. Oder? Kann sich da Garciano zurückkämpfen? Ja, hat es geschafft. Und jetzt spinnt die Grafik ein bisschen rum. Oder ist Scholl wirklich auf dem 6. Nee, Scholl ist noch Zweiter. Hier sieht man es. Tosajew leider weit zurückgefallen. Ja, kann man so sehen, dass ihm das Rennen auch teilweise jetzt von Imperium da ein bisschen versaut wurde durch das Qualifying halt. Und jetzt geht es hier zu dritt auf Variante Della Roccia zu, oder wie sieht's aus? Ja, das kann nicht gut gehen. Da müssen welche nachgeben. Und hier Ruf1L Vettel kommt da nicht so zurück auf die Strecke, nicht hundertprozentig so zurück auf die Strecke, wie es sein muss, wie es sein soll, aber dennoch okay.
wilde Kämpfe hier auf jeden Fall im hinteren Feld in der Anfangsphase des Rennens. Entsaft ist auch mega weit zurückgefallen. SM ist auch mega weit nach vorne gekommen. Und scheinbar ist das Melvistan doch wieder zurück, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass eine KI hier so souverän auf Platz 4 fährt. Man hat da auch schon einige Fahrer blinken sehen in der, am Ende der ersten Runde. Die haben da schon alles rausgeballert. Und jetzt geht es darum, sich hier im DRS-Fenster zu halten. Und dann vielleicht im DRS-Fenster ein bisschen die elektrische Energie zu sparen. An der Box. Ich wollte gerade sagen, dass keiner in den ersten Runden in der Box waren. Alle haben sich genommen, gab doch wohl keine Kollision, aber jetzt Trosaev drin und jetzt geht hier Beastie vorbei an Vector Chris, dann souverän. Hinten guckt sich das XKI an. Da vorne sind die Abstände doch schon gewachsen. Wer wohl da mit einem Quersteher aus der Variante Ascari heraus? Vorne Chris Melvistan ist jetzt auch wieder im 1-Sekunden-Fenster, darf den Heckflügel flachstellen, Bebo, Achtung! Ah, er konnte es nicht halten, ist angeschlagen, muss jetzt an die Box. Ist das bitter! Damit wird das Rennen wohl gelaufen sein und das schon am Ende von Runde 3. So, Vector Christ geht jetzt hier wieder vorbei an Beastie, aber er bremst nicht spät genug, er ist nicht konsequent genug, um da das Manöver durchzuziehen. Aber es wird schwer. Die Straßen sind hier extrem lang. Das wird auch das kürzeste Rennen der Saison werden, wenn wir hier keine Unterbrechung durch Safety-Car-Phasen haben. Denn wir haben hier die höchste Durchschnittsgeschwindigkeit. Ja. Da war aber jemand sehr weit draußen, das war XKI, der jetzt hier von Imperium geholt wird. Und jetzt haben wir hier das besagte Safety Car und sie können wir noch sehen, wo, ja, man sieht es auf der Karte. Ausgang Variante Ascari, wie ich schon eingangs gesagt habe, wenn es kracht, wenn man an einer Stelle hier auf der Strecke das Auto verliert, dann dort. So, jetzt gehen hier auch viele an die Box. Und jetzt würde ich mir tatsächlich den harten Reifen holen. German X-Varo fährt weiter, genauso wie Imperium. Da hätte ich doch jetzt zumindest mal einen McLaren reingeholt. F1 Chris fährt auch weiter. Er ist ja allerdings auf dem Medium unterwegs. Gut, dann schauen wir mal, auf was hier die Kollegen so gegangen sind. Ich würde jetzt oder hätte mich für den, warte, der Safety Car kam Ende Runde 4. Ja, ich hätte mich für den harten Reifen entschieden und den Einstopp-Strategie durchfahren. So, dafür haben sich auch Ripperoo, Scholl, Beastie, Didi Paul, Sainz, Vettel, Bebo, ja, Bebo war ja von vorher drin und Tombo entschieden. Für Bebo und Trosaev jetzt das Safety Car natürlich Gold wert. Ja, Chris Melvistan wird dann wohl zwei Stop gehen. Genauso wie Vector Christ. Ja. Aber man darf es ja auch nicht außer Acht lassen, wie wir auch schon überrascht wurden in der Saison. Zum Beispiel von Imperium, der in Bahrain einfach 20 Runden, glaube ich, waren das, oder
21, 22, ich weiß nicht mehr, mit dem Medium gefahren ist. Waren, glaube ich, über 20, 21 oder so waren es. Obwohl die Box hat da gesagt hat, die halten nur 15. Also, mal sehen, ob es hier genauso wird. Und die, die auf Medium gegangen sind, jetzt auch durchfahren. Auch wenn ich es mir schwer vorstellen kann. Vector Chris, der hat sich ja auf jeden Fall für die 2-Stop-Strategie entschieden mit dem weichen Reifen. Aber das ist jetzt problematisch, weil er müsste denn jetzt gleich nach dem Restart eigentlich Plätze gut machen. Aber hier in Monza, da ist das Überholen auch immer nicht so einfach, wie man denkt. Dadurch, dass sie generell jeder mit wenig Abtrieb fährt, ist der Windschatten-Effekt dann auch nicht so groß. Und der DRS-Effekt ist durch den eh schon flacheren gestellten Heckflügel durch das Setup auch nicht so groß. Ich hatte auch mal eine Videoreihe gemacht, meine besten Überholmanöver der Saisons. Ja, und die einzigen Strecken, wo ich kein Überholmanöver hatte, waren Monaco logisch und Monza tatsächlich. Also das Überholen ist hier doch nicht so einfach, wie man denkt. Gerade wegen den Faktoren, die ich genannt habe. So, Safety Car kommt diese Runde rein. Germanix Varo bestimmt das Tempo des Feldes in Sektor 3. Ab der Start- und Ziellinie darf überholt werden. Hier sind momentan die Gewinner und die Verlierer der Startphase oder des ersten Rennviertels. Und alle außer die ersten drei waren ja auch schon in der Box, das darf man nicht vergessen. So, Germanix Varo, wann machen wir es? Wann geben wir den Gas? Jetzt. Und es sieht so aus, als hätte das F1-Chris komplett verpennt. Und da wird jetzt Ripperoo direkt den Angriff setzen. Muss er auch. Ja, und der wird innen vorbei schlüpfen. Da hinten ist, Achtung, ja, ein Racing Point hat sich da verbremst. Und Scholl geht da direkt, geht er damit durch? Ja, das wird jetzt hier wieder das Team. Teamstrategie muss eigentlich. Alles andere wäre dumm von Alpha Tauri. Ja. Scholl fährt hier mit um den Sieg. Die Pauli XK hier. Auch super. Ohne Berührung da. Und vorne die McLaren, die fahren da erstmal wieder weg. Hier Chris Melvistan gegen Vector Christ. Vector Christ, der wird jetzt hier auch an F1 Chris vorbeigehen. Vector Christ, F1 Christ und Chris Melvistan jetzt hier hintereinander. Ja, kann man durcheinander kommen. Vector Christ, der blinkt auch schon, aber genauso auch wie F1 Chris. Welcher jetzt von Chris Melvistan angegriffen wird. Mal sehen, außenrum. Und F1 Chris, der wehrt sich da auch gar nicht großartig gegen Chris Melvistan, welcher jetzt hinter Vector Chris fährt. Aber Vector Chris, der ist jetzt auch schon dicht an Scholl dran. Und hinten hier biegt die gegen F1 Chris. Geht da auch vorbei. Also F1 Chris ist ja nicht an der Box gewesen, ist mit dem Medium weitergefahren. Jetzt wird er erstmal durchgereicht. So. Chris Melvistan kann da das Tempo von Vector Chris nicht mitgehen.
Vektor Christ ist ja auch auf dem weichen Reifen, deswegen kann der auch gerade da ganz gut an Scholl ranfahren. Scholl überholen lassen müssen. Oder geht der Heckflügel schon auf? Nee. Das DS-System ist noch nicht aktiviert. Noch kommt jetzt kein Angriff, aber jetzt hier X-Fell gegen F1 Chris geht da vorbei und jetzt hier auch Tosaev und Kessel war das, glaube ich. Und hier geht einer durch den Notausgang. Mehr oder weniger. Das ist Tosaev, ja. Ganz bitteres Rennen hier für ihn. Der hätte vom Platz 4 starten können, wäre ihm das alles erspart geblieben. Und wir hier waren gerade zwei nebeneinander, aber da haben sie sich einigen können. Ich habe gerade nicht gesehen, wer es war. Vorne ist jetzt auch Ripperoo. Drin im 1-Sekunden-Fenster von Imperium. Hier im 1-Sekunden-Fenster von Germany Xvaro. Dann wollen wir mal da vorne hinschalten. Hier sehen wir die drei Führenden und wir haben Gelb in Sektor 3 und da ist der gecrashed und das ist Didi Paul. Ja, gleiche Stelle wie sein Teamkollege. Wir haben ein Safety Car. Ja, und jetzt musste sich McLaren entscheiden. Und da geht jetzt Germany Xvaro an die Box. Und ich glaube, das war's. Obwohl, da gehen noch mehr an die Box. Ah, das Safety Car, das ist jetzt erst in der Mitte des Feldes. Sainz jetzt 5 Sekunden Zeitstrafe. Da gehen aber viele an die Box. Warum gehen denn so viele an die Box? Ja, okay, German Xvaro ist jetzt doch 8. Und jetzt muss doch auch eigentlich... Es muss doch jetzt auch eigentlich Imperium an die Box gehen. Die hinteren Fahrer müssen eh noch das Delta halten. Und dann wird der da um Vektor Christ ungefähr rauskommen. Also. Imperium. Do it. Ist ja Platz 8, 9 so um den Dreh. Zack. Da ist der Stopp. Alle anderen fahren natürlich noch weiter. Und Rosal ist jetzt schon wieder auf Platz 7. Oder geht er jetzt auch nochmal rein? Nö. Und hier kommt Imperium aus der Box und sein Teamkollege. Sein Teamkollege, der ist hier. Überholt Imperium hier gerade. Sie haben nichts noch an der Box. Das wird ganz eng. Aber... Imperium, also Germany Xvaro hat es geschafft, Imperium ist dahinter. Boah, das war ja richtig eng. Und dadurch, dass wir jetzt hier natürlich auch die Safety-Car-Phase haben, steigt dann auch die Chance für die Fahrer, die in der ersten Safety-Phase auf Medium gegangen sind, jetzt durchzufahren. Das ist jetzt Chris Melvestan und das ist X-Train. So sei es mal noch 2 Runden früher drin.
Safety Car bleibt noch eine Runde draußen. Nö, Safety Car Slap steht auf einmal unten. Ja, okay. Ich habe mich schon gewundert, warum die hier so abrupt abbremsen. Ja gut, dann. Let's go! Ripple Roo gibt das Tempo vor. Und dahinter, da saugt sich schon Scholl ran. Aber Chris Melvistan ist da auch in Schlagdistanz. Hier passiert noch nichts. Hinten gab es eine Kollision mit Tombo, Bebo und Vettel, glaube ich. So, und hier geht's weiter. Die ersten drei hier wild am Kämpfen. Ausgang von Beastie, der sich da jetzt an Chris Melvistan ranmacht, oder? Nee, klappt nicht. Chris Melvistan und Beastie auch schon mit der einer Zeitstrafe, genauso wie Tosias. Und da hinten, da wird es jetzt hier ganz interessant. Die sind ja alle 2-3 Zehntel hintereinander. Aber da kann man natürlich jetzt sich da auch nicht mehr so versuchen vorbeizubremsen, weil wenn man denn zu spät bremst, sein, dass man da vorne Wind abräumt, weil die halt alle so sich wie in der Perlenschnur aufgereiht hintereinander herfahren. Komm, Bebo, fahr jetzt noch ran. Genau, jetzt haben wir da biest ihr außerhalb der 1 Sekunde. Jetzt haben wir. Ne, jetzt ist Scholl da. Außerhalb der Sekunde. Schade, ich hätte gerne mal hier Momente gehabt, wo das ganze Feld, wo jeder innerhalb von 1 Sekunde hinter dem Vordermann wäre. Das hätte cool ausgesehen. Und jetzt kam der Tosev aber sehr weit raus in der Variante. Ascari musste da wahrscheinlich ein bisschen vom Gas gehen, um keine Verwarnung zu bekommen. Und da geht jetzt innen German X-Varo vorbei. Ne, geht er doch nicht vorbei. Aber jetzt. Jetzt haben wir es, der ist auch wieder aktiviert. Tombo ist involviert. So, die frischesten und besten Reifen hat jetzt natürlich Imperium, der ja eine Runde später noch drin war als German X-Varo. Aber Imperium ist immer so eine Sache mit dem ERS-Management. Da würdest du doch hier auf Safe überholen drücken, oder? Nee. Oh, Scholl! Der WM-Führende mit der Zeitstrafe. Und Josef kommt hier wieder nicht gut raus. Aber jetzt will er. Ja, jetzt wird er überholen. Und Josef nicht. Der weiß, da habe ich jetzt keine Chance. Und Imperium hatte da auch nichts mit für die Runde. Jetzt wird
vielleicht hier auch noch Vector Chris vorbeigehen? Nein, aber hinten Entsafte gegen F1 Chris. Entsafte da super spät auf der Bremse. Hat man da schön gesehen, wie da die Reifen, wie es da gequalmt hat. Und mal sehen, die beiden McLaren sind auch noch Podiumskandidaten. Sind. Die müssen halt jetzt schnell hier vorbei an den Autos davor. Und Jeremy Xaro, der will da auch vorbei. Aber der muss hier lupfen sogar. Ausgangsvariante aus Gary. Der muss vorbei, da vorne an XKI. Aber XKI hat natürlich auch DRS und darf den Heckflügel flachstellen. Ich dachte, da würde ein Angriff kommen. War es gerade knapp mit den Abständen. Aber hier kommt auch nichts. Oh, wie sieht der blinkt da vorne schon. Ach, das bei noch so viel zu fahren wurden. Und XKI holt sich mal eben eine Zeitstrafe ab. Tombo genauso. Aber jetzt hier zweite Lesmo komplett verhauen und das würde mich jetzt nicht wundern, wenn jetzt hier ein Angriff kommt. Aber Jeremy Xaro, der war nicht nah genug dran, wie es aussieht. Da vorne haben wir es. Ne. Aber da kommt jetzt XKI wieder nicht gut rum. Und jetzt will aber Jeremy Xaro, der da auch nochmal quer steht. Das Auto rutscht da. Ja, aber jetzt muss er abreißen lassen, wieder der Jeremy Xaro. Und da kommt jetzt stattdessen sein Teamkollege näher. Aber XKI da jetzt mit einer bisschen weiteren Linie. Aber ich denke, das sieht jetzt gut aus, wie sich da Jeremy Xaro ransaugt an den Williams von XKI jetzt innen. Aber er traut sich da jetzt nicht später zu bremsen. Die man sehen will als Zuschauer. Wenn man sich denn schön reinbremst, nicht einfach mit DRS Heckflügel aufklappen und vorbeifahren. Aber mal sehen, ob jetzt das geht für Jeremy Xaro, aber XKI vorne doch auch den Heckflügel flachstellen. Der ist ja da genauso wie Tombo und Vettel abgeschlagen. Da scheint es nochmal ein extra Stop gegeben haben zu müssen. Oder jetzt ist die wieder weit draußen, Variante della Roccia. Da ist ja auch genau das Kiesbett hinterm Körb, so wie es sich gehört. Und jetzt aber. Jetzt Jeremy Xaro und ist auch vorbei. Ja. Sauber.
Nee, der lässt dann nicht locker, der ist da jetzt noch im Windschatten. Setzt sich daneben. Aber, nee, ich will hier hinter, aber bremst sich nicht vorbei. Mal sehen, was Germany's Wildright da jetzt macht. Aber erstmal, was Imperium da jetzt macht. Ja. Wollte er vorbeigehen und jetzt hat er das davon, dass er den Platz jetzt noch an Vektorchrist verloren hat. Schade, aber allerdings alles sauber. Oh, was ist denn hier? Hier ist nichts sauber. Hier kürzt Tosaev mal ab, bekommt 3 Sekunden. Hat man leider jetzt nicht im Bild sehen können, was da passiert ist. Ah, Bebo, der kommt nicht mehr in die Lobby. Darum ist er auch so weit hinten, weil der KI, weil dort die KI fährt. Ist die XKI jetzt aufgrund seines Scharmützels damit Imperium und Vector Christ in Kurve 2 jetzt auch aus dem DRS-Fenster rausgefallen? Von Germanix Varro. Imperium jetzt hier mit den frischeren Reifen und da geht jetzt auch ein XKI an die Box. Warum? Er geht ja an die Box. Okay, vielleicht dachte er, dass er nicht durchkommt auf den Reifen. Kann ja auch gut sein. Kein Angriff kommen. Wie sieht es hier aus? Auch erstmal nicht. Vorne die beiden Piloten kämpfen da, oder was heißt kämpfen, fahren in ihre eigene Liga. Ich glaube, dass Ripperu ein Stückchen schneller kann, aber halt nicht so viel schneller, und Tosef ist nochmal mit der Zeitstrafe, aber nicht so viel schneller, um sich aus dem DRS-Fenster von Scholl lösen zu können. Deswegen ist es da vorne eher festgefahren als ein spannendes Duell aller. Allerdings im Gegensatz zu hier, weil hier ist es ein Duell. Und da geht jetzt Germanix Varro auch gut vorbei. Ja, Beastie hat da keine Chance. Beastie, wo ist Beastie? Beastie, rechts fehlen die Schilder. Beastie kürzt ab, 5 Sekunden. Und ich glaube, die hat er sich absolut selbst zuzuschreiben. Da wird er sich einfach verbremst haben. Germanix Varro, der war da schon vorbei. Deutlich vorbei. Also das war nicht irgendwie Moving Underbraking oder so. Das war einfach ein Verbremser. Wie es aussieht. Boah, selbst schuld ist. Genauso wie Tombo jetzt hier mit den 5 Sekunden. Nee, Vettel ist hinter ihm. Vielleicht ist ein Vettel hinten drauf gekommen. So, Imperium jetzt hier gegen Vector Christ. Kommt jetzt hier die Attacke? Nee. Aber Beastie nutzt jetzt nochmal 3 Sekunden. Der hat eine Runde 8 Sekunden Zeitstrafe geholt. Boah. Das ist heftig. Hier kommt jetzt auch Imperium schön ran an Vector Christ, zieht er aus dem Windschirm raus und geht da vorbei, obwohl beide den Flügel flach stellen dürfen, aber Vector Christ jetzt mit dem Konterversuch, ne. Thank you.
tatsächlich schon in die letzten 5 Runden. Der Dinge jetzt reißt Scholl mit über 150 Punkten Vorsprung in der WM nach Singapur. In Singapur ist ja denn schon das 16. Rennen. Ja, wir haben danach noch 7 Rennen. Ja. Hätte denn nach dem Rennen so viele Punkte Vorsprung, dass wenn er dreimal ausfällt und Germany Xuaro dreimal gewinnt, was glaube ich mit dreimal, sechsmal, er immer noch die WM-Führung hätte. Sprich, nach dem momentanen Stand könnte Scholl schon in Singapur beim nächsten Rennen Weltmeister werden. Das wäre dann 6 Rennen vor Schluss. So, Vector Christ ist jetzt hier wieder deutlich näher dran. Aber Imperium hat da vorne natürlich auch die Möglichkeit, den Heckflügel flach zu stellen. Beastie geht an die Box. Warum geht denn Beastie an die Box? Hab ich da was verpasst? Auf jeden Fall fällt Beastie damit aus den Punkten raus. Das ist ganz bitter. Hinten hat sich Tombo gecrashed. Ist ja noch am Wenden. Ghosting ist ja hier in Liga 2 an. Und jetzt dreht er sich nochmal weg. Jetzt geht es hier nochmal ins Kies. Und jetzt drehen wir uns nochmal weg. Jeder hat jetzt aus seinem Fehler gelernt. Und fährt wieder. Ja, die beiden McLaren und Ripple Roo sind jetzt die einzigen. Und Bebo natürlich, aber da fährt ja auch die KI ohne Zeitstrafe. Aber das wirkt hier generell alles so, zumindest in den Punkten, sehr festgefahren, sage ich gerade. Und in dem Augenblick gibt es hier einen Unfall zwischen Sainz und FM. Ich weiß nicht, ob sie sich berührt haben. Aber kann ich mir eigentlich vorstellen, weil da dreht man sich denn nicht mehr weg, weil man die Traktion verliert. Da hat man, und da geht es ja auch schon wieder, da ist man schon wieder lange voll auf dem Gas. Und da geht es auch schon geradeaus. Also da kann ich mir das nur so erklären, dass sich da FM und Sainz berührt haben. Ja, und jetzt sind hier auch alle aus dem Sekundenfenster. Ah, nee, hier vorne das Duell, was mehr Schein als Sein ist. Die sind noch am 1-Sekundenfenster. Mal sehen, was hier noch so geht jetzt die letzten beiden Runden. Ich bin mir ziemlich sicher, würde da Ripperu da einmal so 1,2, 1,3 Sekunden wegfahren können, also die Lücke auf 1,2, 1,3 Sekunden aufreißen können, würde er auch Scholl mindestens 3 Zehntel pro Runde wegfahren.
Janik, schön, dass du fragst. Ja, Bebo, der hat sich in Runde, am Ende von Runde 3, glaube ich, war es in Parabolica weggedreht, musste dann an die Box. Hat dann noch von Safety-Car-Phasen profitiert, dass er wieder aufschließen konnte. Aber dann ist er aus der Lobby geflogen und seit einigen Runden hier fährt nur noch seine KI um den Kurs. Und wir haben nochmal Gelb und das ist nochmal Tombo. Oh, Achtung, da kommen jetzt die Piloten und jetzt reden wir sie nochmal weg. Dann müsste man ja auch mal aus den Fehlern gelernt haben, aber na gut. So, jetzt geht's in die letzte Runde. Ripperoo gegen Scholl, aber hier wird kein Angriff mehr kommen. Man sieht auf der Karte, Tombo hat da immer noch akute Schwierigkeiten, das Auto auf der Strecke zu halten. Mal sehen, wenn die nächste Gelbphase kommt in Variante Ascari, dann wissen wir ja Bescheid, was passiert ist. So, kann hier Scholl nochmal einen Angriff setzen? Und was habe ich gesagt? Wir können nochmal gerne hinschalten. Wir haben einen. So. Scholl hat jetzt hier nochmal die letzte Möglichkeit wohl, da was zu machen, aber noch keiner blinkt auch von den beiden. Das heißt, beide haben dann noch genug elektrische Energie. Und da gab es jetzt auch noch einen Unfall und das ist Vettel. Ja, Vettel nochmal DNF in für sich der vorletzten Runde. Und was haben wir hier noch? Imperium gegen Chris Melvistan, aber das ist natürlich auch spannend, aber wir haben jetzt noch die Zieleinfahrt und Ripperoo gewinnt das Rennen in Monza. Und ist wie auch in Spa der verdiente Sieger. German X-Varo kommt da auf 3 ins Ziel, Imperium auf der 4, Entsafte auf der 5. Chris Milvistan, der war doch eigentlich noch Dritter. Da muss noch einiges passiert sein. Der ist 6. Vector Chris 7. FM vom letzten Platz auf den 8. ist auch stark. F1 Chris 9. XKI holt sich da noch einen Punkt auf Platz 10. Beastie leider jetzt nur 11. Ich weiß nicht, warum der da nochmal an der Box war. Ne, Beastie ist sogar jetzt 10. XKI 11. Tosaev sehr enttäuschender 12. Platz. Wäre die Geschichte damit Imperium im Qualifying nicht gewesen, bin ich mir sicher, das wäre auch ein Kandidat für die Top 5 gewesen. Ja, und damit Sainz wird dann den 13. Platz belegen, aber ich will hier nochmal Tombo zuschauen, ob er nochmal das Auto verliert. Ja, und damit beendet er auch sein Rennen. Super.